Liebe Freunde, willkommen zurück zu Stellaris Apokalypse mit unserem Schneckenkonglomerat. Ich bin Kernkraft 3000 und in den Friedenszeiten, die wir jetzt erreicht haben, machen wir weiter mit unserer Infrastruktur und dem Ausbau. Eventuell werden wir uns noch unseren Sternbasen und Schiffswerften zu wenden. Und werden die Flotten ausbauen, und wenn die Flotten wieder eine Stärke erreicht haben, dann, oh, die sind im Krieg, auch nicht schlecht, dann werden wir eventuell unsere ersten Kriegsgegner hier wieder angreifen, die X-Idar. Da müssen wir mal gucken. So, jetzt steht hier 2328, also 4 Jahre noch. Das geht relativ flott vorbei. Ich werde mir mal den Schiffsdesigner angucken, was unsere Kreuzer hier machen. So, ich glaube, ein so ein Ding ist hier nicht notwendig. Ein Reaktorverstärker, da werde ich jetzt zum Beispiel die Hilfsfeuerkontrolle nehmen. Kann auch zwei sogar nehmen, ja. Das werden wir machen. Zerstörer plus 65 ist sogar schon drin. Könnte ich mir also noch Energieausgaben erlauben, sozusagen. Würde ich auch mehr auf Schilde gehen? Ja. Plus 40, gehen wir mal auf 3. Minus 40, okay, also das Ding brauchen wir schon. Korvette. Ich denke, die ist okay. Ja. So, die Plattform, die können wir aber aufrüsten. Die können wir aufrüsten. Raygun 3. Und Röntgenlaser mittlerweile. Ja, und hier können wir sogar den Reaktor Stufe 3 noch drinnen lassen. Ach nee, wir haben ja die neuen Schilde schon noch gar nicht gesehen. Dann werden wir die sofort einbauen. So. Das heißt, die Station ...62. Also genug Geld im Moment haben wir. Ich werde das alles aufrüsten jetzt. Da, wo Verteidigung sind. So, Flotte aufrüsten. 90 bloß. Okay. Unsere Schiffe wurden dem Stand unserer Technik angepasst. Sehr schön. Machen wir gleich ein bisschen schneller. Was haben wir hier? Die könnte ich aufrüsten. Machen wir auch. Aber die ganzen Forschungslaboren werden überall noch Bevölkerung gerade generiert, sozusagen. Geboren. Ah, hier unten. Plus 1,5, also gar nicht schlecht, das Wachstum. Aufgerüstet. Bauen kann ich nicht viel. Die Frage ist höchstens noch, ich kann diese Station halt als absoluten Rückzugsort hier so belassen und höchstens noch verstärken oder eventuell Sternfestung kann ich noch nicht aufrüsten. Wäre die nächste Stufe. Dann muss ich mal gucken mit den Glocks, die Gocks. Oh, die sind auch im Krieg. Mit den Lockenmechaniker, die sind hier unten. Ebenbürtig, das wäre eine Möglichkeit. Ich wollte ja nach wie vor das System hier haben. Das Tarazet-System mit diesem natürlichen Wurmloch. Jetzt weiß ich nicht, ob die da schon irgendwas gemacht haben. Nee. Haben da wahrscheinlich noch nichts erforscht dazu, um das zu nutzen. So. Unsere Verbündeten.
Habe ich hier noch ein Handelsabkommen mit denen? Ja. Okay, lassen wir das weiterlaufen. Ach, Moment. Die Tradition kann ich machen und außerdem ist ja noch mein Kolonieschiff unterwegs. Zu dem dicken Planeten hier unten. Was ich machen kann, ist Verteidigung hier aufzubauen. So. Na gut, das müssen wir nehmen. Neue Kolonien beginnen mit einem zusätzlichen Bewohner und wenn ich das freischalte, ist es vollständig. Das heißt, bei diesem Abschluss habe ich dann die Annahme aller Traditionen erhöht unsere Kernsektorsysteme um 2. Sehr schön. So, ich kann jetzt einen weiteren Vorteil mir holen. Das brauchen wir nicht. Auch nicht zwingend. Führungsstärke, Dauererlasse, die sind natürlich schon nicht schlecht, 50%. Aber auch nicht so wahnsinnig viel, weiß ich nicht. Kernsektorsysteme haben wir im Moment schon bekommen. Baukostenblocker. Das ist nicht schlecht. 33% die Baukosten der Blocker. Und vor allen Dingen 1 bis 3 Felder pro Planet erhöht. Wobei kleinere Planeten eventuell mehr Felder freigeschaltet bekommen. Damit kann ich die Planeten schon ordentlich boosten. Jetzt muss ich mal hier gucken. Schaden, Sternbasen, Plattform, Verteidigungsplattform. Plus 5. Oha. Sternbasenkapazität bin ich im Moment schon auf 7. Das wäre auch nicht schlecht. Ja. Oh. Unsere Technologie und unsere Ingenieurswesen ist für andere zu geheimnisvoll, um es nachzuahmen. Technologie ist nicht dafür gedacht, Probleme zu lösen, aber eine Sprache, durch die wir über das Alltägliche hinausgehen können. Ein geringer Verstand kann unsere Fortschritte einfach nicht verstehen. Ist nicht schlecht, aber ist nicht schlecht. Ewige Wachsamkeit. Ich mache Beherrschung der Natur, das erscheint mir am sinnvollsten. Danke. So, das heißt, wir können unsere Planeten irgendwie verbessern. Das muss ich mal gucken. Plus 11, ich brauche hier also keine. Ja gut, das war hier schon. Moment, aber wann tritt das denn ein? Neuer Planetenerlass. Ach so. Dann gucken wir doch mal. Forschungsgelder. Also das ist schon erhöht. So, was haben wir denn jetzt hier? Wieso habe ich das eigentlich nicht früher gemacht? Die Nahrungsvorratshaltung?
Also wo ist das Ding jetzt mit dieser Richtlinie? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Neuer Planetenerlass. Aha. Neuer Planetenerlass. Landräumung. Erhöht die. Ja, Planetenlasse, okay. Ich kann das jetzt einfach mal machen. Ja. Das genauso. Hab aber. Hab aber hier. Landräume können auf diesem Planeten benutzt werden, um seine Größe weiter zu erhöhen. Okay, der ist schon groß. Machen wir alle, die wir haben im Moment. So, es fehlen Einfluss. Unsere Schiffe wurden dem Stand unserer Technik angepasst. Sonnensystem vollständig erkundet. Unsere Schiffe wurden dem Stand unserer Technik angepasst. Unsere Schiffe wurden dem Stand unserer Technik angepasst. Unsere Schiffe wurden dem Stand unserer Technik angepasst. So, jetzt muss ich mal gucken. Die schöne Meldung hier. Die Schiffe Sie wurden natürlich sind nicht gestartet. angepasst, sondern die Verteidigungsplattform. Jetzt gucken wir aber mal. Okay, hier wird sich was Neues entwickeln. Forschung. Nicht schlecht. Kann ich hier noch was anderes nutzen? Machen wir ein Forschungslabor und pumpen das mal hoch. Hier kann ich jetzt gucken, dass ich die Nahrung anders besetze. Das wächst alles, ist okay. Ja, muss ich mal gucken, was ich machen kann. Bollwerk. Klontanks. Konstruktion abgeschlossen. Ein Kraftwerk. Was kann ich noch eigentlich machen? Bollwerk. Alien-Haustiere. Konstruktion abgeschlossen. Ich mache hier mal Klontanks. Das wird sowieso später erstmal aufgebaut. Es dauert noch ein bisschen, bis die Pops hier durch sind. Die Bevölkerung. Und dann werde ich hier noch ein Kraftwerk hinsetzen. Und ich werde gucken, dass ich da schon einen großen Batzen an Energieüberschuss habe. Hier natürlich ganz klar. Bergbaunetzwerk. Hier. Wir erhalten eine eingehende Übertragung. Handel werde ich mir gleich angucken. Hier werde ich aber keine Nahrung hinsetzen, sondern. Bergbaunetzwerk. Das wird gerade kolonisiert. Sehr schön. Minus 10. Tja. Oh, das ist gut. Energie hab. Hier wie üblich die Forschung aufpumpen. Was ich brauche, ist jetzt aber auch noch Ingenieursforschung. Das ist ein bisschen zu kurz geraten. Oh, verehrter Ältester Buri-Iki bietet dem Schneckenkonglomerat dieses Geschenk an. Ja. Ja. Gerne. So, vielen Dank. Das wird verbessert. Wo sind die denn? Skyldari. Die Skildari. Ich mach das einfach mal. Sind die hier oben irgendwo? Gut, da komme ich wahrscheinlich sowieso nicht hin. Ebenbürtig. So, ich guck mal hier. Oh. Flotte muss also aufgerüstet werden. Das machen wir auch.
So, ich guck mir mal einen Flottenmanager an. So, Flottengröße kann hier noch verbessert werden, aber das machen wir nicht. Befehlslimit ist nicht hoch genug. Was ist das denn? Die zweite Flotte. Befehlslimit. Nee, das machen wir nicht. Moment, da muss ich noch mal gucken. Was soll das? Befehlslimit 100. Ach, 19, okay. Also das Limit ist da. Dann werde ich die Flotte jetzt erstmal direkt verstärken. Eine Wahl. Jeder Kandidat tritt mit einem Mandat unter Unterstützung einer Fraktion. Ja, also Glorim ist ja gerade dabei zu regieren. Baukosten planetar. Gibt es überhaupt irgendeinen besseren? 10% Einigkeit. 93. Nee. Und unterstützen können wir nicht. Ich hoffe, Glorim wird weiter regieren. So, Konstruktionsschiffe. Was ich natürlich brauche, die Verteidigung, muss ich mal gucken. Habe ich hier zwei? Okay, muss ich weiterbauen. Noch zwei. Ich habe hier keine große Verteidigung. Das heißt, wenn hier irgendwelche Feinde eindringen sollten von den Goks, können die bis hier und das Ding. Abrigosch wurde zum König ernannt. Ei. Das ist nicht gut. So, was ich sagen wollte ist, ich habe zwar ja die Flotten, die feindlichen Flotten, wenn sie dann hier eindringen können, bis hier durchdringen, bis zu dieser Station und komplett hier unten noch alles aufrauchen oder eben bis hier. Das Problem ist, tja, was mache ich damit? Ich könnte das hier noch verbessern und eventuell hier noch eine Schiffswerft draus bauen. Und müsste dann hier tatsächlich noch zwei Sternen Festung bauen. Das wird natürlich auch aufwendig und teuer. Ach, das ist ja doof. Jetzt ist der Wissenschaftler weg und mein Herrscher wurde gewählt. Okay, Zufriedenheit 5%. Naja. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt unseren Ingenieurwissenschaftler verloren. Weltraumkunde. Habe ich hier einen frei? Nee. Ah, Antrieb zumindest. Forschungsgeschwindigkeit, Militärtheorie. Ich bräuchte natürlich Antrieb. Eins. Okay. Machen wir so. Tja, ich brauche jetzt erstmal die Mineralien, um das hier auszubauen. Hier ist noch gar nichts gemacht worden. Wieso ist das so günstig hier eigentlich? Konstruktion abgeschlossen. So. Und dann überlege ich hier wirklich, das aufzurüsten. Konstruktion abgeschlossen. Sonnensystem vollständig erkundet. Wir erhalten eine eingehende Übertragung.
Das machen wir natürlich nicht. Migrationsabkommen ist nicht interessant für uns. So, die zweite Flotte, die ist jetzt aufgerüstet. 1,9, okay. Aha, das ist schon mal nicht schlecht. Beseitigung von Krater. Flottenkapazität wäre angebracht. Oh, das braucht aber 88 Monate. Hm. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwas dabei ist an der Oberfläche. Ja, könnte man eins zweimal gebrauchen. Sternbasenkapazität wäre natürlich auch nicht schlecht. Dauert aber auch lange, 109 Monate. Ich mache erstmal das hier, bloß 9 Monate. Huch. So. Das ist gleich durch. Das ist gleich durch. Ich könnte ein bisschen Nahrung umsiedeln jetzt sozusagen. Ich bräuchte unbedingt mehr Ingenieurforschung. Ihr auch. Ich könnte jetzt Nahrung. Habe ich einen Nahrungspop hier? Glaub nicht. Doch hier, 9. 2. Das ist ein bisschen zu viel. Das können wir so nicht machen. Jetzt gucken wir mal. Hier. Kann ich nicht viel machen. Gleich erhöhen. Nahrung. Hier ist Nahrung. 6. Na, ich brauche ein bisschen was Kleineres. Wo kommt denn die ganze Nahrung her, sag mal? Okay, machen wir erstmal weiter. Alliance of Jurandar hat den Krieg erklärt an Vortechnokratie. Die sind hier unten. Nee. Hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob die noch im Krieg sind. Konstruktion abgeschlossen. Okay, der Planet ist auch gleich besetzt. Wir haben eine neue Kolonie gegründet. Ich kann jetzt auch eine neue Sternbasis gründen, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal gucken. 5 von 7 direkt kontrollierbare Planeten. Sehr gut. Sehr gut. Okay, was ist das? Jetzt heißt das, ich kann das Ding hier erstmal erforschen. Und danach geht es wieder zurück auf den Planeten. So, was ich machen kann aber... Oh. Nee, was ich machen kann, ist aber... Da gucke ich gerade mal. So, jetzt habe ich meine strategischen Ressourcen wieder zurück. Das heißt, ich kann krassen Handel jetzt machen. Was ich aber machen kann, ist jetzt neue Sternbasen bauen. Und das werde ich auch machen. 7 von 8, das heißt... Hier werde ich eine neue bauen jetzt, denke ich mal. Ne, ich baue zuerst hier eine. So, das werden wir auch einleiten. Hier ist das Ding. Und erhöhen. So, liebe Freunde, mit dieser Verbesserung, dieser Sternbasis verabschiede ich mich von dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und gerne Kommentare unter dieses Video. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Stellaris Apokalypse. Vielen Dank, bis dahin, macht's gut. Ciao.